Oh ja, das Fotografieren hat mich eigentlich schon immer irgendwie interessiert, aber seitdem es irgendwann mal digital bezahlbar wurde, habe ich dann damals mit angefangen. Und gerade auch im Bereich der Gothic-Fotografie, Porträtfotografie, habe ich halt mein Zuhause gefunden. Wie sich die Leute selber gestalten und selber sehen und in Szene setzen. Das ist für mich halt immer sehr herausfordernd, ein Porträt von einer unbekannten Person so zu gestalten, dass der Betrachter das interessant findet. Es macht halt auch immer Spaß, auch die Kommunikation zwischen den Shootings und das Umgehen allgemein. Und es gehört auch dazu, mal einen Kaffee zu trinken und die Leute mal genauer kennenzulernen. Ja, und man kommt auch dadurch mal rum, weil man andere Locations sucht. Wie zum Beispiel, ich hatte vor kurzem jetzt diese Geschichte mit dem Feuerwehrkalender. Das war ein letztes großes Ziel, was wir hatten. Und das macht dann auch besonders viel Spaß, wenn man ein Ziel hat und auch eine Aufgabe hat. Als das dann nachher losging und auch die ersten Bilder fertig waren, waren die doch sehr davon angetan. Hier in Schleswig haben wir das Ela Ela, eine Diskothek Ela Ela, wo wir einmal im Monat eine Gothic Night haben. Und für die DJs mache ich dann hin und wieder die Flyer. Modeln bringt mir Spaß, weil ich sozusagen in eine Traumwelt abtauchen kann. In eine kreative, eigene Welt, die nur für dieses eine Shooting quasi erschaffen wird. Ich möchte auch selber gerne fotografieren und mein Ziel ist es einfach noch stärker, mit Menschen einfach Träume und Traumbilder umzusetzen. Also ich finde es sehr wichtig, mit verschiedenen Fotografen zusammenzuarbeiten, weil man die unterschiedlichen Sichtweisen und auch Arbeitstechniken kennenlernt. Und man entwickelt sich auch selber mit jedem Fotografen weiter. Die Arbeit mit Matthias ist sehr angenehm. Wir verstehen uns sehr gut. Er braucht gar nicht viel sagen. Ich stelle mich hin, er macht Fotos, wir ziehen unser Ding durch. Das Besondere ist seine lockere Sichtweise auf die Dinge. Also man kann halt auch spontan sein mit ihm, bei ihm. Ich kann mir keine Auftragsarbeiten vorstellen, weil auch meine Kreativität sehr stark mit einfließt. Bei allen Bildern, mit jedem Fotografen darf ich meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Outfits, mein eigenes Make-up setzen, wie ich möchte. Was ich mitnehme nach einem Shooting ist ein schöner Moment, eine schöne Zeit, die man zusammen hatte. Ein kreativer Austausch, der stattgefunden hat. Ich fühle mich danach inspiriert. Ich bin einfach zufrieden danach. Es war dann immer nett, mal so abzutauchen in eine Fantasie.